Ist unsere Welt wirklich so verdorben? Ein Videotitel. Und der Kanal heißt Wesley's, aber ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Don't judge a book by its cover, aber hier kann mich wirklich von Karl, hier ist von Karl Marx bis Christian Lindner alles drin. Ne? Also hier kann ich jetzt nicht zuordnen, in welche Richtung das geht. Wie so ein Oh no? Wie so Oh no? Oh no? Oh no? Oh no? Um wen geht es? Wer ist das? Christen? Radikale Christen? Alter, den haben wir hier noch nie verbal die Fresse poliert. Ich habe mich noch nie mit radikalen Christen angelegt. Das wäre doch mal was, oder? Mit dem wirst du Spaß haben. Heieiei. 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 Ich bin mal zum Apple hier gelandet und nun schau dir an, was du 36 Monate später angerichtet hast. Ach du Scheiße. Ich bin nun überzeugter Veganer und mein schwarz-rotes Herz wurde auch wiederbelebt. Danke dafür, Herde Karl. Was ist denn ein schwarz-rotes Herz? Ach, wegen Antifa meinst du? Ich dachte schon, du bist wegen RP hier und bist jetzt Fan der GroKo. Ich hatte einen kurzen Schockmoment. Ich hatte diesen kurzen Moment, wo ich dachte, ich bin Antifaschist, ich liebe die SPD. Das Einzige, was ja noch witziger ist, als zu sagen, man sei konservativer AfD-Wähler, ist ja, wenn man sagt, man ist linksradikaler SPD-Wähler. Das ist ja das Einzige wirklich, was das noch toppen kann. Ne? Habe ich auf Twitter gesehen, dass einer geschrieben hat, ich bin linksradikal und will die SPD. Was ist denn los, Alter? Also, radikale Sachen gibt's, muss man auch nicht drüber sprechen. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, sage ich immer, ne? Hier, den Videotitel nur für euch, ne? Wir müssen mehr clickbaity werden auf YouTube. Wir müssen richtig clickbaiten, Bruder. Clickbait wird linksradikaler gegen radikaler Christ. So heißt der Videotitel ich denke, hier, ne? Ich bin ein stabiler Engels. Linksradikaler gegen radikaler Christ. Dekali. Ja. Und er hatte was mit einer Minderjährigen, die er jetzt geheiratet hat, wo sie alt genug ist. William Dyer, jetzt kommst du aus dem Nichts mit so einem... Wer denn? Der hier oder was? Die war 14. Oh, den... Simply haben über den ein Video gemacht. Ei. Kommt sie auch so vor, als würde unsere Welt immer weiter den Bach runtergehen? Ja. Man sieht immer mehr Pride-Flaggen, man sieht immer mehr Demonstrationen, man sieht immer mehr Abtreibungen, alles wird legalisiert. Moment mal. Habe ich das richtig verstanden, dass er fragt, ob die Welt verdorben ist und er nimmt Pride-Flaggen als Grund dafür? Den. Seit wann gibt's hier denn so eine tolle Flagge? Ei. Aber ich möchte dir heute mal was anderes zeigen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist heute in unserem neuen Studio zum ersten Mal. Wir sprechen heute über ein Thema, was mich sehr stark beschäftigt hat in den letzten Wochen. Und zwar das Thema, ist unsere Welt eigentlich wirklich so verdorben, wie sie scheint? Ist Deutschland wirklich so Sodom und... Wer unterbricht den Herrn? Gomorra, wie es scheint. Und ich habe ein bisschen recherchiert für euch und ein bisschen was rausgefunden.
Ich möchte gar nicht gutheißen, was aktuell hier in Deutschland passiert, in vielen Teilen der Welt. Ich habe letztens gesehen, dass zwei Männer sich geküsst haben. Wenn das Jesus gesehen hätte. Passiert. Und darüber werden wir mit Sicherheit auch noch ein Video machen. Aber ich möchte euch heute mal einen anderen Fokus geben. Und zwar gab es noch... Was war der? Habt ihr das gesehen? Aber ich möchte euch heute mal einen anderen Fokus geben. Das war Jesus Christus. Jesus Christus stinkt sauer, als weil ich gesagt habe, dass sich da zwei Männer geküsst haben. Das stinkt, der wütet. Der wütet. Hallo, auf die Wange. Mein Gott. Was der Jesus Christus da schon wieder denkt. Doch nicht auf den Mund oder auf den Pullermann. So weit kommt's noch. Und zwar gab es noch nie so viele Christen auf der Welt wie jetzt. Von der Zahl zu der Zahl haben wir uns in den letzten 100 Jahren entwickelt. Wow. Wow. Ich sag mal so, wenn du in Industrieländern wie Deutschland auch einfach ins Christentum geboren wirst, hast du jetzt nicht so die große Wahl, ne? Und dann bist du auch noch armutsbetroffen und dann gehst du da hin und sagst, ich würde gerne aus der Kirche austreten und dann sagen die, ja, 370 Euro bitte. Das ist, dann bleibst du halt dabei, ne? Es gab noch nie so viel Und dann hast du natürlich die Wichser, die dir sagen, ja, langfristig rentiert sich das schon, steuerlich da auszutreten. Gemeinschaft unter den Christen wie jetzt gerade, klar, damals die Jünger, die 12, die waren on point, die waren noch verbunden, ne? Aber es wurde immer schlimmer. Haben die geknuscht eigentlich? Die Apostel? Schon, oder? Safe haben die rumgemacht. Safe, Bruder. Ist das schon Blasphemie oder nicht? Ist keine Blasphemie, oder? Oh, den. Die haben safe rumgeschlabbert, Alter, ich schwör. Safe. Kennt die ganze Geschichte mit dem Mittelalter, keine gute Zeit. Und seitdem, nach dem Mittelalter, gab es einfach immer mehr Spaltereien, alles Mögliche. Ich war letztens auf der Holy Spirit Night. Der bellt einfach so ein Hund. Verdorbene Welt. Fiege, Alter. Nee. Hunde sind okay, alles gut. Und mir ist aufgefallen, und ich weiß, das sagen alle Menschen, unsere Generation juckt es aber eigentlich überhaupt nicht mehr, aber es gibt unsere Eltern, die haben viele so ökumenische Gottesdienste veranstaltet. Heutzutage nennen wir es einfach christliche Veranstaltungen, weil es eigentlich noch nicht mal jemanden juckt, aus welcher Denomination du kommst. Das heißt, es gab noch... Ich weiß noch nicht mal, was das heißt, ne? Ich kann das Wort noch nicht mal aussprechen. Was willst du von mir, Alter? Ich hatte einen Freund, der hieß Heige und der ist mit 29 Jahren an einer Mischung aus Abtreibung und akutem Vitamin D aus Fleischmangel gestorben. Du bist zu extrem dekadent. Oh, den. Wie heißt das Wort? Kann mir das mal einer... Ich muss googeln. Ich will googeln hier. Ich will schlauer werden. Oh, wie heißt das Wort? Ein Jahr vegan. Demumimation. So Demumimation. Wie heißt das denn? Demumimier... Keine Ahnung, hab nur Fachabi. Ja, Alter... Das ist as christliche Pendant zu Fakultät. Demonetarisierung. Um Gottes Willen mit diesem. Das ist also dieses Wort wird aber nicht in meiner Gemeinde. Oh, den. Aber nicht in meiner Gemeinde. Aus Aufklärungsmaterial. Aus Aufklärungsgründen. Wie hieß nochmal dieses Sojaprodukt? Tofu heißt das. Noch nie so viele Christen wie jetzt und es gab noch nie so viel Gemeinschaft und Zusammenhalt unter den Christen. Ey, es tut mir sehr leid, wenn ihr jetzt hier auf YouTube das Video guckt und euch denkt, ich verstehe die Hälfte der Witze hier gar nicht, kann ich nachvollziehen, versteht ihr wirklich nicht. Kommt einfach auf Twitch vorbei. Hier ist sehr viel kuscheliger, ne? Und auch radikaler. Jetzt gerade. Auf der ganzen Welt. Ich möchte mit diesem... Luzifers Faust. Hallo. Muss das jetzt sein, Luzifers Faust? Muss das ausgerechnet jetzt sein? Sünde, Sünde, Sünde. Bisschen von Kontinent zu Kontinent springen, um dir zu zeigen, was in unserer Welt eigentlich gerade abgeht. Okay. Weil Deutschland, du warst vielleicht auf großen Konzerten jetzt im Sommer, es waren einige coole Bands in Deutschland und du denkst so, cool, Deutschland läuft's, aber sonst so auf der Welt? Okay. Wir fangen an. Wir gehen ein bisschen in den Süden runter. Wir fliegen nach Afrika.
rede jetzt nicht über die schönen Tiere da, sondern über die größten Evangelisationsveranstaltungen, von denen du wahrscheinlich je gehört hast. Vielleicht sagt dir Reinhard Bonke noch was, der ist vor 2 Jahren oder so gestorben, aber seine Mitarbeiter, seine Nachfolger machen weiter, und zwar so groß wie noch nie. Hier seht ihr so ein paar Ausschnitte. You will go home like a conqueror with Jesus inside of you. Ach du Scheiße. Da müssten wir müssen die Lehren des Adam Smith müssen wir nach Afrika tragen. Warum stehe nicht ich da und sage, go out there with the free market. Oh, the free market. Warum steht da niemand, der... Ach so, was? Ach so, Religion ist einfach nur ein Mittel, die... Ah, okay, sorry, ich habe missverstanden. Also anscheinend wird da Religion genutzt, um westlich-kapitalistische Werte zu indoktrinieren. Ah, gut, ja gut, scheiße. Naja, ist ja auch egal. Aber zum Glück gibt's ja keine Kolonialisierung mehr. Ne? Also, können wir ja froh sein. Da hab ich aber wirklich... Irgendwann ist auch mal gut. Und ganz ehrlich, wenn das nicht krass ist, Leute. Millionen von Menschen geben momentan Afrika jedes Jahr neu ihr Leben Gott. Okay, also das sind die großen Veranstaltungen. Jetzt denkst du, okay... Weil die verhungern da, oder was? Oder was? Oder wie gibt man sein Leben Gott? Ja, wir lassen die da immer noch millionenfach verrecken jedes Jahr. Das stimmt. Da hast du recht. In unserer westlich-christlichen Ignoranz. Große Veranstaltung. Die sterben übrigens, Freunde, das müsst ihr euch überlegen, die sterben an Krankheiten, die bei uns noch nicht mal der Erwähnung wert sind. Die sterben an Krankheiten, wo wir uns noch nicht mal im Ansatz Gedanken drüber machen. Weil wir Krankenkassen haben, oder? Das ist absolut geil, oder? Krankenkassen, ey, was wir alles geschafft haben in unserem Leben. Sollten die auch mal einführen, Krankenkassen. Gibt's bei uns auch... Warum haben die eigentlich keine Krankenkassen in Afrika? Ist doch viel einfacher, dann würden auch nicht so viele Menschen da sterben. Irgendwie aber große Gemeinden in Afrika. Und tatsächlich steht die größte Kirche, Achtung, aller Zeiten in Nigeria. Jetzt denkst du so, hä? Wie geht das denn? Das ist dir verraten. Es gibt echt wenige Videos darüber. Weiß nicht genau warum, Social Media scheint denen nicht so wichtig dort zu sein, die haben eh nur genug meine Besucher. Und zwar seht ihr dieses Video jetzt. Okay, das war ein Doku-Team von BBC, ich weiß nicht, von irgendeiner großen Agentur, die fahren hier gerade durch. Und hier siehst du das Gebäude von dieser Riesenmonster-Mega-Church. Und jetzt halte ich mal fest, wie viele Leute an der Holy Spirit Night... Der Typ ist doch süß. Das ist so eine Worship Night artmäßiges Ding, bei denen in diese Kirche kommen. A Holy Ghost Night, when everywhere is full, but a million people can fit under here. A million people. Yes. Leute, habt ihr das gehört? 1 Million Menschen. Und wisst ihr was? 1 Million ist jetzt nicht so viel, ne? Denkst du dir? Nee, denkt der Pastor sich, weil der Pastor hat gemeint, das reicht nicht mehr. Sie brauchen ein größeres Gebäude. Und gerade bauen sie ein Gebäude. Hier siehst du ein paar Ausschnitte von weiter weg. Und dieses Gebäude soll 3 Millionen Menschen beherbergen können an Sonntagen. 3 Millionen Menschen. Ganz kurz in Relation. Ich war im Frühjahr in Barcelona, Camp Nou, im riesen Monsterstadion von Barcelona. Geil. Riesending. 100.000 Sitzplätze. Das heißt, in der jetzigen Church ist das Stadion, aber 10-mal dieses Stadion passt in diese Kirche rein. Und jetzt halte ich fest, 30-mal dieses Stadion passt in die neue Kirche rein. 30-mal Camp Nou, 60-mal ein 50.000-Mann-Stadion, 60-mal. Es passt nicht in meinen Kopf rein. Wir fliegen einmal nach links, und zwar nach Südamerika. Hier ist sehr christlich das Land generell schon. Aber wer hat mir dieses Video vorgeschlagen und vor allem warum, Alter? Auch recht traditionell christlich, aber momentan, da möchte ich einfach nur kurz das anspielen. Als ich das gesehen habe in den Vorbereitungen, ist das Jesus-Rock oder was? Oh, die. Gibt es das? Jesus-Rock?
ist mir so kalt den Rücken runtergelaufen. Ich fand es so unbeschreiblich. In Brasilien, in anderen christlichen Ländern, in Südafrika, Südamerika, läuft es so krass gut momentan. Okay, wir fahren einmal in den Norden hoch, und zwar in die USA. USA, recht christlich, weißt du was? Christlichste Land aller Zeiten, ne? Was ist christlicher als freie Waffen für freie Bürger? Nichts. Wahrscheinlich viele große Bands kommen von da, Bethel, Elevation, alles mögliche. Weiß nicht, ob du von der Passion-Konferenz gehört hast. Wahrscheinlich schon. Meine Frau und ich überlegen, ob Absolut. Wir vielleicht dieses Jahr zur Passion-Konferenz fahren sollen. Passion-Konferenz findet alle 2 oder 3 Jahre in einem riesengroßen Stadion mit 80.000 Menschen statt. Wow. Okay, hier siehst du ein paar Ausschnitte davon. Das sind einfach fast 80.000 Menschen, die Gott anbeten über Silvester. Einfach nur so krass, so, so krass. Ich habe ein paar andere Videos noch zusammengeschnitten. Ne? Jesus sagte, bitte vermarkte meine Botschaft gottlos. Jesus sagte, und so starb ich am Kreuze, damit ihr es dann verkaufen könnt. Ich starb am Kreuze für euer aller Aktienportfolio. Hm. Oh, den. Eh ordentlich reinballern wir, dass der Kerl uns noch lange erhalten bleibt. Das stimmt allerdings. Aber so Gott will, wird das passieren. Ne? Ich habe auch meinen Weg zu Gott gefunden. Jesus Chrysler. Einfach von der ganzen Welt, da sind gleich ein paar verschiedene Namen, dauert vielleicht 30 Sekunden. Schau dir mal das an, lass dich inspirieren, was Gott momentan auf unserer Welt tut. He was bruised for our iniquities. Ya dilukai karena segala dosa kita. He offered his soul as an offering for our sin. Ich möchte nichts mit irgendwelchen, ich bin eine freiheitliche orthodoxe Kirche. Ich glaube nur an den heiligen Vater Adam Smith und an Jesus Chrysler. This world has Chrysler, Jesus Daimler Benz. To offer you. Will lead to your destruction. Ich bin auch Christ und ich bin weder katholisch noch evangelisch, sondern in einer kleinen Freikirche. Da ist alles anders. Ja, das stimmt, das kann ich mir vorstellen. Bei dem Schluss, den du so von dir gegeben hast bislang, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du auch an Jesus Christus glaubst. Ja. Jesuszentrismus an. Ich glaube an Jesuszentrismus. Nicht links, nicht rechts. Ich glaube nur an Jesuszentrismus. Will lead to a temporary satisfaction. Only Jesus. We believe in a good country and we believe in Jesus. And Jesus always said, I'm against every form of extremism. The left and Islam. Every form. Offer you joy. Abundant life. Abundanza kinabuhi. An eternal life. O kinabuhi walay katapusan. Only Jesus. Si Jesus lang. El rostro muestra su mirada. Das Witzige ist, dass er vom optischen Erscheinungsbild sollte eigentlich wirklich Jesus heißen, ne? Weil das, ich weiß nicht, ob den ganzen Whiteboy-Christen das bekannt ist, aber wenn Jesus wirklich existierte, dann sah der halt nicht aus wie Markus Söder, ne? Der Dude ist doch safe das Bürgstück von Kardinal Bürgi. Imo Passion-Konferenz auch nur was für Leute, die glauben, dass die christliche AK-47 zum weißen Christen gehört. Kappa-Gebete gehen raus an den Homie Jesus-Zentrismus. Demuestra su santidad. Demuestra su hermoso. Schön, dass du dabei warst zum ersten Mal in unserem neuen Studio. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann lass doch gerne ein Abo da. Was ist das Video oder was? Und dann sehen wir uns bald wieder. Mach's gut. Wer hat mir dieses Video vorgeschlagen? Fucking where? Gehen wir down the rabbit hole? Gehen wir down the rabbit hole? War bestimmt der Creator selbst. Ich glaube nicht, dass der Interesse hat, dass ich herausfinde, was der so macht.
Down the rabbit hole.